Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind zurück hier auf Berg. Wie ihr seht, unser Ohne Zahn ist bald zurück und zwar in 6 Minuten 20 Sekunden. Haben wir am Start, ist natürlich cool. So, außerdem sägen natürlich ressourcentechnisch, sieht es natürlich auch wieder mega mäßig cool für uns aus. Gucke ich hier nochmal rein. Oh, hier müssen wir auch noch knapp 3 Minuten 45 Sekunden warten. Dann haben wir hier natürlich alle drei Slots wieder frei. Wie sieht es bei Valka aus? Naja, da ist es ein bisschen länger. Da müssen wir noch 3 Stunden warten. Von daher fällt natürlich erstmal flach. So, wie gesagt, wir können erstmal ein paar Ressourcen auf den Kopf kloppen, bevor wir hier was einsammeln. Da weiß ich auch noch nicht ganz genau, was ich hier am besten mache, aber ich denke, uns fällt hier auf jeden Fall was ein. Von daher gucken wir da auf jeden Fall mal durch. Auf jeden Fall checken wir mal die Drachen, die hier natürlich noch Material sammeln, das wir einsammeln können. Und dann würde ich sagen, pimpen wir die natürlich. Hier die brutale schnappende Falle, denke ich, war auf jeden Fall ein sinnvolles Ding, weil wir können jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unseren kompletten Fisch einsammeln. Das ist natürlich erstmal wichtig, denke ich. Wir schicken die natürlich auch erstmal wieder neu los, lassen sie neues Material sammeln und kümmern uns dann anschließend um die Drachen, die wir, wie gesagt, noch trainieren können, die aus dem Training zurück sind und natürlich um die, die auf der Reise waren. Also das ist natürlich auch die Frage, was können wir mit denen machen? Können wir die nochmal neu losschicken? Können wir da am Reiseglücksrad drehen? Und. Also wie gesagt, checken wir, wie gesagt, gleich mal ab. Dann checken wir natürlich hier erstmal die Lage hier in unserem Hangar. Da war nämlich hier unseren erschütternden Rüttler, unseren Champion-Drache am Start auf Level 7. So, den pimpe ich natürlich erstmal weiter. Könnt ihr ihn für 40 Minuten hoch gleich nochmal pimpen, aber ich würde sagen, nee, das lassen wir erstmal. Dann haben wir den rasselnden Qualmdrache hier am Start auf Level 19. Den pimpe ich auch weiter bis auf 21. Könnt ihr nur für eine Stunde 20 Minuten nochmal trainieren. Und dann haben wir hier den Eierblüter auf Level Nummer 19. Den pimpe ich natürlich auch erstmal weiter bis auf 21. Könnt ihr den nur für 7 Stunden 40 Minuten nochmal losschicken. Ich denke, das wäre eigentlich ohne sinnvolle Sache. Ich weiß jetzt noch nicht, für wen ich mich entscheide, aber eigentlich könnten wir das eigentlich mal reißen. Also wie gesagt, uns fällt hier auf jeden Fall was Sinnvolles ein, denke ich. Von daher gucken wir hier einfach mal durch. Hier könnten wir 20 Stunden warten. Ich würde fast sagen, das wäre eigentlich ein richtig sinnvolles Ding, hier unser Junior Taphnos Junior einfach weiter zu pimpen. Wie gesagt, 20 Stunden würde dauern. Was hier? 13 Stunden, ein Tag, 6 Stunden. Das könnte man natürlich auch auf der Kette kriegen. Ein Tag, 6 Stunden, ein Tag, 6 Stunden. Haben wir noch einen für ein Tag, 6 Stunden? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ein Tag, eine Stunde. 14 Stunden, ein bisschen. Okay, wie sieht es hier aus? 21 Stunden. 21 Stunden. Würde ich fast sagen, könnten wir die drei für 21 Stunden pimpen. Das wäre auf jeden Fall auch ein Highlight. Also wäre auf jeden Fall auch ein sinnvolles Ding. Aber wie gesagt, wir fangen erstmal an, machen hier erstmal ein bisschen weiter. Hier haben wir natürlich erstmal eingesammelt. Von daher müssen wir mal gucken, welchen Drachen wir eventuell mit Hilfe unseres Holzes irgendwie noch ein bisschen pimpen können. Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz so sicher. Würde jetzt am liebsten noch erstmal ein bisschen Holz auf den Kopf kloppen. Von daher checken wir natürlich erstmal nochmal unseren Hangar und schicken dann auf jeden Fall einen ins Training, der natürlich ein bisschen Holz benötigt. Einen Tag 5 Stunden wäre natürlich auch eine optimale Sache. 1,9 Mille ist mir natürlich ein bisschen wenig. Von daher würde ich sagen, wir haben erstmal unseren Windstupser weiterfüttern. Bis auf Level Nummer 74 haben wir. Einen Tag 9 Stunden können wir trainieren. 48 Mille Holz kostet der Spaß. Ich würde aber sagen, hier bei Sumpchen machen wir erstmal nochmal weiter. Pimpen Sumpchen bis auf Level Nummer 65 und können sagen, einen Tag 23 Stunden können wir Sumpchen nochmal trainieren. 35 Mille Holz kostet der Spaß. Schicken wir Sumpchen erstmal los, würde ich sagen. Das ist natürlich erstmal richtig nice, weil die Waldet cool ist. Wir haben auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Platz, um weiteres Holz einzusammeln. Von daher würde ich auch vorschlagen, werden wir hier hinten erstmal gucken. Könnten den, nee, den könnten wir zwar pimpen. Und zwar bei Valka. 10 Stücken Eisen kostet das. Also das ist natürlich richtig derbe teuer. Einen Tag 6 Stunden müssen wir warten. Von daher würde ich sagen, lassen wir das erstmal sein. Können
könnten den Todsinger natürlich weiter pimpen. Was kostet das? 444 Mille. 2 Tage, 4 Stunden. Ich würde sagen, das machen wir. Nehmen wir das in Angriff. Pimpen erstmal unseren Todsinger. Sammeln anschließend natürlich die 5 Stücken Eisen ein. Schicken hier unseren maskierten süßen Tod nochmal neu los. Dann können wir hier haben wir auch alles eingesammelt. Dann können wir uns erstmal ums Holz kümmern, weil das cool ist. Holztechnisch haben wir natürlich unser Lager jetzt extrem leer gemacht. Von daher können wir hier erstmal wieder Bambule machen. Müssen ja nicht drauf achten, ob wir hier eventuell zu viel einsammeln. Von daher passt es. Von daher läuft es. Dann haben wir hier den Windfang auf Level Nummer 75. Können den nur für jeden Tag 20 Stunden nochmal trainieren. Ich habe schon überlegt, ob ich es mache. Aber ich denke, das ist nicht so sinnvoll, weil ihr seht ja, in der Akademie ist nur noch 1 Slot frei und ich habe mir da schon überlegt, wen ich da am besten nehme. Zeige euch aber gleich. Hier haben wir den Speichelons. Den habe ich natürlich in den letzten Let's Plays mit dazu bekommen. Freut mich natürlich, wie die Sau auf Level 9 haben wir. Dann haben wir hier Stankmaul, der ist jetzt auch auf Level Nummer 4. Den pimpen wir natürlich auch weiter. Bis auf 6 könnten den auch nochmal trainieren, aber ich würde sagen, nee, das fällt erstmal flach. Wir entscheiden uns erstmal für unser Mysterium-Paket. Gucken natürlich, was für Drachen hier drin sind. Der rauchverschwindende Qualm, okay, 3-mal. Der leuchtende Fluch, 3-mal. Dann haben wir hier den katapultierenden Kumpane, 1-mal. Das ist natürlich auch nice. Dann kriegen wir hier noch 2 Runen, 5 Mille Holz, 5 Mille Fisch, 4 Runen und 25 Runen. Von daher ist es da gut gelaufen. Würde ich sagen, checken wir erstmal unseren Immerflügler, sammeln hier den Gegenstand ein und können den nur erstmal für 12 Stunden nochmal losschicken. Checken dann natürlich unsere reisenden Drachen erstmal ab. Oh, 450. Alter, aber mir wäre sowieso das Ei lieber. Von daher drehen wir hier einfach nochmal am Rad und schicken den einfach nochmal los für insgesamt 8 Stunden. Dann haben wir hier natürlich den nächsten. Oh, kriegen wir ein Paket? Nee, da haben wir auf jeden Fall Pech gehabt. Drehen trotzdem mal am Rad. Lass uns überraschen, was hier am Ende dabei abfällt. Das Zahnrad, so sieht es auf jeden Fall aus. Jo, das Zahnrad haben wir. Das eine Zahnrad nehmen wir natürlich mit. Von daher alles super, alles schick. Schicken den auch erstmal nochmal auf die Reise. Wir können nur sagen, wir warten erstmal. Aber ach, ich würde sagen, wir schicken den erstmal, wie gesagt, auf die Reise. Investieren hier erstmal nochmal 8 Runen. Schicken den los und lassen uns überraschen. Hier müssen wir, wie gesagt, noch 3 Stunden warten, bis unser Hakenzahn zurück ist. Unser Sturmpfeil war natürlich schon bei Valka, von daher können wir da natürlich gleich mal gucken, was da so geht. Da bin ich nämlich auch gespannt, wie die Sau, ob wir den natürlich eventuell auf Level Nummer 91 Pimp kriegen oder nicht. Werden wir gleich sehen, also machen wir gleich, checken wir gleich gemeinsam ab. Aber wie gesagt, erstmal schicken wir hier unseren eisigen Kältegronkel nochmal los. Jo, der kann einfach mal Fisch sammeln. Und dann müssen wir mal gucken, ob der eventuell Fisch. Nee, gut, dann sind alle wieder on Tour. Von daher passt es, von daher läuft es. Dann haben wir hier natürlich noch den Muffel mit am Start. Da würde ich natürlich auch gleich mal Action machen. Aber wie gesagt, als allererstes ist natürlich erstmal unser ohne Zahn dran. Da checken wir natürlich die Lage. Was hat der für uns? Ey, wieder nur Fisch, Alter. Gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es auch wisst, aber wie gesagt, ich habe in letzter Zeit natürlich den greifenden Gründling extrem oft gesucht, hatte immer Pech, habe den noch nicht gefunden, aber jetzt ist es mir auch eigentlich völlig Banane, weil ich schicke meinen ohne Zahn erstmal ins Training und zwar dauerte 2 Tage, 4 Stunden. 30 Eisen müssen wir investieren. Von daher 34 haben wir, dann passt es. Schicken wir den, wie gesagt, erstmal los für 2 Tage, 4 Stunden. Haben jetzt natürlich eisentechnisch nicht mehr wirklich Watt auf Tasche. Aber das können wir eventuell auch gleich noch ändern. Müssen wir mal gucken. Wir checken erstmal hier unseren Muffel ab. Drehen hier einfach mal am Rad und lassen uns da einfach mal überraschen, was hier am Ende für uns abfällt. Ich hoffe natürlich einfach mal wieder ein bisschen Eisen. Cool Wert auf jeden Fall. Von daher checken wir einfach mal die Lage. Wie viel fällt da ab? Ein Stück Eisen, naja, gut, okay, besser als nichts. So, dann können wir den natürlich auch noch einmal pimpen, wenn wir wollten, aber wir könnten nur sagen, ja, wir schicken den erstmal nochmal auf die Reise, das machen wir auch. Schicken den für 12 Stunden nochmal los und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in den Kampf und gucken, was da so geht. Also wir können ja, wie gesagt, in eine Keilerei gehen, aber erstmal checken wir natürlich, ich gehe hier erstmal zurück, hier haben wir nämlich neue Pakete am Start. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, das ist natürlich richtig nice, das sammeln wir erstmal ein. Alter, das sieht ja geil aus. Mach mal kurz einen Screenshot. So, dann haben wir das erstmal am Start und dann würde ich sagen, öffnen wir das erstmal. Was haben wir hier? 6 Donnertrommler, okay. 6 leuchtende Flüche, okay. 6, 5 mal rauchverschwindende Qualm. 4 mal ein Regenschneider.
Oh, viermal den Gradnatter, viermal einen tödlichen Natter und den ohne Zahn haben wir auch noch irgendwann mit dazu bekommen. Also von daher denke ich, war auf jeden Fall ein fettes Teil, hat sich auf jeden Fall wieder mal megamäßig für uns gelohnt. Wir werden auch erstmal ein paar Drachen pimpen. Und zwar haben wir hier den Regenschneider, den werten wir natürlich auf ins nächste Level, würde ich sagen. Schließen dann die ganze Angelegenheit, gehen zurück und gucken hier unten auch gleich mal der tödliche Natter. Der wird natürlich auch erstmal aufgewertet, das ist Fakt. Den machen wir gleich nochmal ein bisschen stärker, können dann hier auch erstmal nochmal zurückgehen und gucken, Alter, hier haben wir so ja drei am Stück. So, dann werden wir die natürlich auch alle aufwerten. Der wahnsinnige Sipper, wie ihr sagt. Dann haben wir hier den Donnertrommler, den werten wir natürlich auch auf. Und dann haben wir hier natürlich nochmal den Gratnader, den werden wir auch gleich nochmal aufwerten. Da überlege ich auch schon, ob wir den vielleicht mit ins Boot nehmen für irgendeinen anderen. Also ich bin mir nicht ganz so sicher. Trotzdem, ich denke, also von der Gesundheit ist er natürlich nicht so krass. Von daher würde ich auch sagen, lassen wir den erstmal zu Hause und kämpfen mit denen, die wir hier am Start haben. Ich weiß nicht, welchen würdet ihr für welchen austauschen? Schreibt das mal in die Kommentare. Also ihr seht ja, ich habe hier den Gronkel, den ohne Zahn und den Zahnhaken. Nee, sorry, den ohne Zahn, den Zahnhaken und den erschütternden Rüttler habe ich hier mit im Kampf. Von daher schreibt mal in die Kommentare, welchen ich für welchen hier austauschen sollte, eurer Meinung nach. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren. So, wir gehen aber erstmal wieder zurück. Wir haben dann hier, das Paket haben wir schon eröffnet. Hier brauchen wir nur noch einen Sieg, um das Paket natürlich zu öffnen. Von daher würde ich sagen, hier mal erstmal eine Keilerei, suchen uns hier einen Gegner und gucken einfach, ob wir den Gegner irgendwie platt machen. Cool wert natürlich. Also ich bin natürlich gespannt, was hier am Ende rauskommt. So, wir beginnen erstmal. Greifen als allererstes. Wen greifen wir an? Ich weiß es nicht. Greifen wir den hier hinten an. So, was machen wir dann? Was machen wir dann? Wir sind gleich mal dran. Ich würde sagen, wir werden erstmal ihn schwächen, wenn wir das können. Und zwar machen wir das auch. Und zwar wird der erstmal geschwächt. Jetzt können wir nämlich gleich nochmal gute Action machen. Ziehen den natürlich alles ab, hauen den natürlich erstmal weg. So sieht's aus. Richtig geile Ding. Der erste Drache ist auf jeden Fall am Arsch. Von daher haben wir gute Karten. Haben jetzt natürlich drei Drachen hier, die natürlich eine ganze derbe Action machen können. So, dann ziehen wir dem erstmal wieder ein bisschen was ab, dass er nicht hier über den Kopf hinaus wächst und uns natürlich am Ende doch platt macht. Das war mir natürlich wichtig. So, dann greifen wir hier gleich nochmal an. Dann können wir gleich nochmal Action machen. Ne, ich würde sagen, wir nehmen den. Hauen den erstmal ruf. Ich glaube, mit dem brauchen wir nicht angreifen. Das reicht nicht. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den und hauen den natürlich erstmal weg. So sieht's gut aus. Und dann werden wir natürlich hier die Verteidigung erstmal schwächen. Das ist natürlich auch Fakt, ist natürlich auch relativ wichtig für uns, so dass wir natürlich den Sieg auf jeden Fall am Ende nach Hause fahren. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht mehr einen Drache verlieren. Also kann ich nicht versprechen, aber ich hoffe natürlich, dass wir das irgendwie hinbekommen. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Wir greifen hier gleich nochmal an. Und ich glaube, es sieht eigentlich megamäßig gut aus für uns. Also kommt drauf an, was der Gegner jetzt macht, auf wen er ruf geht. Aber ich glaube, yo, bombastische Sache für uns. Den Sieg haben wir in der Tasche. Wir haben nicht einen Dino, nicht einen Drache verloren. Von daher haben wir hier auf jeden Fall alles richtig gemacht. Holen wir uns die 22 Pokale. Sind jetzt bei 11, bei 1147 und kriegen natürlich erstmal wieder neue Paketen. 8-Stunden-Paket müsste das sein. Das werden wir natürlich jetzt auch erstmal öffnen. Also, wenn das andere fertig ist, dann müssen wir ja, wie gesagt, noch knapp 3 Stunden warten. Aber dann können wir auf jeden Fall hier Bambule machen. Wir werden jetzt natürlich erstmal Häuptlingspaket einsammeln. Da bin ich natürlich gespannt, was hier am Ende für uns bei rauskommt. Okay, nochmal 3-mal ein Gronkel, 2-mal ein Holzklau, 2-mal ein Rauchverschwindequalm und 7-mal ein Elite-Gronkel. Das ist natürlich mega genial. Das heißt für uns natürlich, jo, den können wir weiter pimpen. Den Reißzahn können wir auch weiter pimpen. Da haben wir auch 6 Stück bekommen und dann kriegen wir auch noch einen ohne Zahn mit dazu. Also von daher ist es auf jeden Fall wieder mal bombastisch für uns hier laufen. Ich würde sagen, wir werden auch den Reißzahn erstmal aufwerten. Auf Stufe Nummer 6. Und dann werten wir natürlich unseren Kampfgronkel auch erstmal auf.
auf Stufe 6 und gucken, was da passiert. Der wird auf jeden Fall auch viel, viel stärker. Von daher läuft es, von daher passt es. Haben wir auf jeden Fall wieder erstmal alles richtig gemacht. Gehen hier erstmal wieder zurück und sind für heute auch erstmal wieder so weit durch. Können jetzt natürlich hier noch unseren Sturmpfeil checken. Da drehen wir nochmal am Rad. Lass uns hier nochmal überraschen. Was kommt hier am Ende bei raus? Nischt, wie ihr seht. Von daher sind wieder mal richtig bitter für uns die Lofen. Die 69 Runen sammeln wir ein. Und dann würde ich sagen, schicken wir unseren Sturmpfeil erstmal wieder auf der Reise, investieren die 100 Runen und lassen uns einfach mal überraschen, was er uns so mitbringt. Gut, wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch, haben eigentlich alle so weit gemacht, was wir machen konnten. Von daher wünsche ich euch was, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss.